Herzlich willkommen zurück zu Bramble the Mountain King. Das Bötchen ist weg, oder? Nein, ist es. Och, komm. Muss ich jetzt echt den kompletten Abschnitt hier nochmal? Das ist doch bescheuert. Oder? Nee, oben die ist aber weg. Also müsste eigentlich das Bötchen auch draußen sein. So, weh, du läufst jetzt wieder daneben. Aber wo ist das Bötchen jetzt? Ach, da ist es. Ich denke mal, dass ich dann hier hin muss. Die Frage ist nur, warum, wieso, weshalb und wohin? Unten geht's auch nochmal entlang. Mischung hinzufügen, okay. Aber mitnehmen kann ich die nicht. Schlüssel. Schlüssel ist gut. Was haben wir denn noch? Hier haben wir jetzt gar nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Hier haben wir wieder Mischungen. So, oben links sehe ich jetzt gerade. Wir machen einfach mal alles rein. Keine Ahnung. Wir brauchen Plus und einen Kreis. Wo haben wir denn das Plus? Plus und einen Kreis. Hier ist das Plus, oder? Kann ich aber nicht benutzen oder sonst irgendetwas. Hm. Ah, hier ist nochmal Plus. Dieses Plus kann ich allerdings nicht benutzen. Das kann ich nur... Hm. Oder kann ich nur 4 Mischungen reinfügen? Das kann natürlich auch sein. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung. Quietschentchen sind immer gut. So, Moment. Plus und ein Kreis. Das heißt, dass wir das können wir gar nicht mehr rausmachen. Okay, wahrscheinlich explodiert das Zimmer jetzt gleich oder so. Das sind die falschen Zutaten. Wollte ich nur mal gesagt haben. Aber ich darf die ja nicht ändern. Wir werden alle sterben. Okay. Jetzt nochmal von vorne. Also, hier war der Kreis, glaube ich, ne? Das ist der Kreis. Den fügen wir hinzu. Das fügen wir nicht hinzu. Kreis. Aber das Problem ist halt, das Plus war hier vorne. Und das konnten wir nicht hinzu... Ah, jetzt können wir es hinzufügen. Hm, genau wie ich mir gedacht habe. Okay. Probieren wir es nochmal. Ah, lass mich raten. Und jetzt muss ich den Kreis mit dem Viereck machen. Das ist quasi nur so der Anfang gewesen hier. Ja, der Kreis war hier, ne? Den Kreis mit dem Viereck. Mal gucken. Vielleicht müssen wir ja dreimal was da reinmachen oder so.
Oder auch nicht. Bringt uns das irgendwas? Ich hätte jetzt echt gedacht, dass man... Ich meine, ich kann nochmal Kreis mit Dings machen, aber das wäre ja Blödsinn. Ach so. Och. Die gibt es... Ach, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Und das andere ist nämlich das Viereck. Okay. Ich dachte, ja, ich habe das jetzt nicht im Kopf gehabt. Okay. Dann wird es das wohl sein. Aber jetzt hat der... Gucken wir nochmal raus. Ach so, da muss ich ein... Vier Stück konnte ich, glaube ich, insgesamt machen, ne? Dass ich drei Kreise... Kommt es auch auf die Anzahl an? Nee, kann ich nur einmal hinzufügen. Sonst machen wir nochmal das Kreuz dahin. Keine Ahnung. Glaube ich nicht, dass das jetzt funktioniert, aber probieren wir es nochmal. Nö. Schön. ehrlich gesagt, ich habe gerade keine Ahnung. Also der Zettel sagt, ich soll Kreis und Kreuz nehmen. Dann haben wir halt hier dieses Symbol, was wir am Anfang, glaube ich, drin hatten. Steht auch nichts auf der Rückseite noch. Nur Totems. Das hat sich geändert, aber ich kann immer noch nicht durchgehen. Ich habe auch kein Inventar, ne? Den Schlüssel benutzt er automatisch. Kann ich auch nichts machen hier. Na gut, das ist ja noch logisch. Drei Kreise. Das ist halt ein anderes Viereck, ne? Ich verstehe aber nicht, warum man das nicht machen kann. Was ist das? Ne, hier unten, ne? Und dann kann ich jetzt nicht nochmal einen Kreis machen. Kann es nochmal machen, aber ich hatte es ja schon. Ja. Bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt gerade. Der lässt mich auch nicht mehr raus, ne, dass ich woanders erstmal was machen soll. Kann ich auch nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Dadurch ändert sich das auch nicht.
Ja, ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass ich jetzt mal ein bisschen rumprobiere hier. Was ich ja eigentlich schon die ganze Zeit mache. Nur damit es für euch nicht zu langweilig wird. Hier oben haben wir zum Beispiel auch wieder einen Kreis. Mit diesen X da durch. Und diesen... Aber das bringt wahrscheinlich nichts, ne? Weil das sind nicht die Symbole, die da an der Tür hängen. Also ich probiere noch ein paar Sachen aus. Ich versuche jetzt erstmal die Symbole zu machen, die da oben an den Totems sind. Der Reihe nach. Und dann, ja... Schaue ich einfach mal, ob das irgendwas... Gesundheit. Ob das irgendwas hilft. Oder ob wir hier gar nicht weiterkommen. Wenn das zu lange dauert, dann cutte ich den Teil einfach. Weil die Folge soll natürlich auch nicht zu lange dauern. Wobei das Kreuz ist ja... Das ist ja kein X. Das ist ja ein richtiges Kreuz. Sollte sie eigentlich auch nicht funktionieren. Aber wir probieren es trotzdem mal. Oder wir machen mal... Moment. Nein. Oh, ist das euer Ernst jetzt? Ist das... Das habe ich zwar gesehen, vor einer halben Stunde oder so, aber jetzt nicht mehr dran gedacht. Oh, sag mir bitte, dass das jetzt funktioniert. Sagt mir, dass das jetzt funktioniert. Ach, äfft euch doch. Brew a potion. Bring out the scalest. Och, ja. Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja gut, für euch war es jetzt nur ein Katzensprung. Ich habe es dann letztendlich doch geschafft, weil hier gab es eine Flasche. Kann ich jetzt nicht mehr anzeigen lassen. Die hatte diese drei Kreise da drauf und ich hatte vorhin noch gedacht, das sieht aus wie so ein Blindensymbol irgendwie. Und ja, ich habe sie total übersehen. Ich habe sie dann erst durch Zufall wieder gesehen. Oh mein Gott, bin ich doof gewesen. Kann man hier irgendwas drehen? Kann ich nicht. Was angucken oder so kann ich auch nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich das Babygeschrei höre, muss ich automatisch an Resident Evil denken. Das ist nicht gut. Weil da war dieses Baby, ja, dieses eklige Viech, was uns die ganze Zeit hinterhergelaufen ist. Schon coolen Rhythmus irgendwie. Oh Gott, ich habe so gar nichts Gutes im Sinn, wenn ich das so höre, ganz ehrlich. Das ist wirklich so Resident Evil-mäßig. Oh. Oh,
alle irre hier. Alter! Was war denn das? Es ist die Luke zugegangen und ein Buch ist hier runtergeflogen. Das Buch der 1000 Flüche oder was? Oh, ey. Ja. Lalalala, wo können wir das denn hinräumen? Das Bücherregal vielleicht? Dum-dum-dum-dum. Ja, so. Brauchen wir denn so viele? Okay. Noch ein Buch. Können wir noch irgendwas anderes machen? Nee, ne? Frage ist, schaffen wir es dann so hoch zu kommen? Weil das ist ja jetzt nicht gerade viel, ne? Hier ist auch nochmal eins. Gucken wir nochmal schnell. Aber ich denke mal, es geht tatsächlich wirklich nur um die Bücher. Also, dass man nichts anderes machen darf, quasi. Es sei denn. Dass man eventuell was hier drin finden würde. Was man aber nicht tut. Na toll. Da ist auch kein Buch und ich komme auch nicht so tief. Ist wahrscheinlich nur so als Fake. Kann man hier noch was machen? Nee, okay. Dann ist das das letzte Buch. Schauen wir hier nochmal. So. Flieh, mein Kind, flieh. Oder auch nicht. Dann lauf einfach oben entlang. Auch gut. Muss ich jetzt hier vorne drauf springen oder was? Also auf den Kronleuchter oder? Oder kann ich da. The witch was ahead of him. Olle knew he had to hurry before she could complete the ritual. If he did not catch up with the woman. The swamp would swallow another child. Das ist doch nicht mein Problem. But he did not know that someone else wanted to hold him back. A midwife who wanted more dark souls to take care of. Da hinten ist ein Fenster, aber da kann ich nichts machen, ne? Dann machen wir uns jetzt auf und laufen, glaube ich, jetzt den gleichen Weg. Ich bin mir nicht sicher. Eieiei. Müssen wir jetzt nach oben oder müssen wir jetzt nach rechts? Achso, rechts ist gar nichts. Die Folge dauert auch schon wieder viel zu lang. Mir ist doch schon ganz bang. Das sind wahrscheinlich die Namen der Kinder. Julia, Michael, Ephinor oder so. Abetan. Das sind komische Namen. Aber es sind wahrscheinlich die Namen der Kinder. Frage ist jetzt nur, was bringt uns das? Wir können doch hier gar nicht weiter. Da hinten leuchtet zwar was. Drehen oder so können wir auch nichts. Und nu? Jetzt stehen wir hier wie blöde. Und keine Ahnung, wie es weitergeht. Hier rechts ist immer noch nichts, ne? Ach so. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd manchmal. Da ist nur der Sumpf. Oder auch nicht. Also, dass ich blöd bin. Können wir da weiter? Wahrscheinlich, wenn man was sehen würde. Weil da ging es runter, wenn ich das richtig gesehen habe. Sonst wird der mich ja nicht hier... Ja, genau. Rutsch einfach runter, ist kein Thema.
Können wir das jetzt nochmal normal machen, so dass das funktioniert? Anscheinend nicht. Also gut. Ich wollte gerade sagen, mal was. Ah, nee, da, okay, da können wir nicht rein. War jetzt ein Versuch wert. Ja, wenn ich da doch nicht raufkomme, weil ich da einfach nur runterrutsche, auch wenn das anders ausgesehen hat, und mir das hier nichts bringt, obwohl da ist Holz, ne? Einfach nur versunken. Nicht wegschwimmen. Boah. Okay. Jetzt versinke ich hier, oder was? Hallo? Achso, boah, okay, das hätte ich vorher wissen müssen. Das war jetzt doof. Ich denke, wo willst du hin? Du bist hier am Versinken. Okay, okay, okay. Machen wir nochmal. Gut, das war jetzt um einiges besser. Also, hier bin ich jetzt wieder auf festem Grund. Das ist gut. Alter. Ziemlich nervenaufreibend. Oh Gott, ich kann auch nicht mehr reden. Oh, nein, da will ich nicht hin. Hallo, da will ich nicht hin. Spiel? Was machst du mit mir? Jetzt kann ich auch nicht mehr... Oh. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich nichts mehr machen? Stirb. Ach so. Babys weg. Kommt die doch mal wieder? Oh, ja, anscheinend. Ja. Die Frage ist das richtig, wenn ich die nur bekämpfe? Ja, anscheinend ja. Ich wollte gerade sagen, oder muss ich das Baby holen? Sag bitte, noch dreimal ist das, so, ist das vorbei, ey. Das ist nervig. Nein, nein, nein. Oh. Ich wollte nicht drücken. Defeat the Swamp Midwife. Ja, ja. Alter. Ich muss das Spiel wieder zurückgeben. Ich habe keine Lust mehr. Achso, ich muss schneller machen, okay. Oh, ich dachte schon, ich muss die Babys jetzt retten oder so. Heieieiei. Komm, mach ein bisschen schneller, meine Nerven. Da hinten ist wieder eine Blume. Es wäre schön, wenn ich hier... Ah, ich wollte gerade sagen, wenn ich hier mal loslassen könnte.
So, jetzt aber nochmal schnell gucken. Ist hier vorne irgendwas, was ich noch aufnehmen kann? Anscheinend nicht. Okay. Dein Ernst? Wo ist das denn jetzt schon wieder? Das hatten wir doch schon mal. Die sind dann doch versteckt. Ah, da unten versteckt. Okay, ich sehe es. Da oben ist einer. Aber ich war zu weit weg. Da ist wieder einer. Oh mein Gott, es ist zu lange her. War das Erde, Feuer, Wind oder Wasser? Ich werde es wahrscheinlich gleich sehen. Je nachdem, was mich angreift. Ach, das ist ein Boot. Okay. Tipp mal auf Erde. Ich habe doch gerade irgendwo eine Blüte gehört. Muss doch da sein. War das hier vorne? Hm. Ah, Moment. Da ist eine... Oh, oh. Da ist eine Blüte, aber da komme ich nicht hin wegen dem Wasser. Oh. Moment, da geht es auch nochmal rum. Aha. Einmal hier hoch. Und wahrscheinlich nur runter. Wenn ich schon hier alles versuche, dann wahrscheinlich nur runter. Oh. Nur ist gut. Alter. Lauf. Oh. Ich weiß nicht wohin. Lauf einfach. Lauf, lauf, lauf. Lauf einfach. Jetzt stehen wir im Wasser. Ich glaube, das ist nicht so gut. Jeder falsche Schritt könnte uns jetzt hier umbringen, oder? Bin mir nicht sicher. Da ist ein Netz. Das Problem ist, so weit kann ich nicht springen, ne? Da bestimmt wieder irgendwas im Wasser. Ich wette es. Ja, 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 ich sehe das doch schon. Ihr Säcke.
Die Frage ist nur... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich da hoch? Da oben ist doch alles... Ja, ja, da oben ist doch alles zu mit den Dornen. Die Frage ist, kann ich mich da festhalten? Oder, ich muss da rüberspringen, ne? Und dann? Das schaffe ich doch niemals bis da hinten. Aber ich kann ja auch nichts... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich kann das Ding nur benutzen, wenn ich hier drauf stehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Niemals. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh. Kann ich hier weiter? Oh, nicht. Hä? Aber da hinten kann ich doch nichts mehr machen, oder? Kommt da eine Sequenz oder so? Ja, ich glaube, es kommt eine Sequenz. Haut ab. Ja, aber die Macht des Steins weichet von mir. Das war anscheinend falsch. Aber die sind doch nirgendwo so richtig weggegangen. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Weichen nicht so richtig. Also hier weichen die am meisten aus. Da wieder nicht mehr. Da ja. Und hier eben wieder nicht mehr. Das ist das Problem. Da auch nicht. Wie soll ich denn da durchkommen? Hallo? Ja. Also, ich habe keine Ahnung. Also ich denke trotzdem, dass wir irgendwie oben durch die Mitte weiterkommen müssen, wo wir eben schon waren. Vielleicht müssen wir vorsichtiger sein oder was? Ich habe keine Ahnung. Weil bis hierhin geht ja noch alles super. Dann wollen sie nicht mehr. Kann ich... Moment. Nein, ne? Oh, ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Muss ich jetzt nochmal fragen? Ich hab meine Schuhe an. Auch so Holzklumpen. Achso, ich kann mich bewegen. Sag mir das doch. Oh. Hallöchen? Sind sie gut oder sind sie tot? Oder von beiden etwas? Ich geh mal einfach weiter, ja? Bin mir nicht sicher, ob das so gut war. Geht der so schnell an? Na gut. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das so gut war, aber wir gehen mal weiter.
war dann wohl die letzte Ölung. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.